Mach doch sowas nicht mit mir. Okay, wir sind auf jeden Fall jetzt in diesem Außenbereich, den wir schon im Prolog mal gesehen haben. Also in der Demo oder whatever. Ich weiß gar nicht mehr, war es eine Demo, war es eine Beta? Ich glaube, es war eine Demo. Ja, egal. Wir sind auf jeden Fall jetzt in diesem Außenbereich. Ist da vielleicht was oben? Irgendwas Cooles? Nein? Gut, dann gehen wir jetzt in diese total kaputte... Oder auch nicht. Gut, dann gehen wir nicht in die kaputte, verbeulte Tür rein und suchen uns einen anderen Weg. Ich habe übrigens mir Outlast 1 jetzt auch nochmal dazu gekauft. Eigentlich wollte ich ja das Bundle kaufen, wo beide Spiele dabei sind, mit Season Pass und so weiter. Aber, naja, ich habe es mir so gekauft, damit ich es Kollegen noch scheren kann. Weil ich ja so gutmütig bin. Hier rein. Hä? Spiel, was möchtest du denn schon wieder von mir? Muss ich erst hier drin den Frosttod sterben, damit ich vielleicht hier irgendwie weiterkomme? Ich höre da ein Geräusch, aber ich kann nicht wirklich bestimmen, was ich eigentlich höre. Da wäre ich jetzt echt gern drin. Aber irgendwie auch wieder nicht. Ich kann hier halt echt nicht rein. Ich vermute mal, dass wir schon irgendwie Schaden davon tragen, wenn wir dauerhaft hier draußen sind. Oh, Gott sei Dank ist da verschlossen. Gott sei Dank. Also hier ist nix. Noch eine Tür, aber die geht auch nicht auf. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir irgendwie im Klassenzimmer was sehen müssen oder so, aber ich habe keine Ahnung, was ich da sehen soll. Hallo! Klopf, klopf! Wer ist da? Ist jemand zu Hause? Mit diesen komischen Frames kannst du mir jetzt keine Angst mehr machen. Spiel, das bin ich schon gewohnt, dass die Frames hier so komisch sind. Also vermutlich ist es offensichtlich, aber ich bin halt nicht so smart. Ist auch nix. Wow, okay, das ist zu hell. Dunkles Eckchen hier. Muss ich vielleicht irgendwo hochklettern oder so? Okay, da ist auch nichts. Da ist ja zu. Glücklicherweise. Glücklicherweise ist dazu. Ist die Tür halt irgendwie am auffälligsten. Ich weiß nicht warum. Da können wir ja nicht rein, oder? Ernsthaft jetzt? Ich habe die Luke nicht weiter beachtet, weil ich dachte, da steht ja nichts. Also wird da nichts sein. Gott sei Dank ist da nichts. Das will hier nichts sein. Ich fühle mich gerade wie ein Rainbow. Warum habe ich das Gefühl, dass da jetzt was spawnen wird und mich jagen wird? Ich wusste es! Ich wusste es. Das war das Offensichtlichste, was man machen konnte. Oh, by the way. Wer hat uns nicht bekommen? Alter, hätte ich das jetzt nicht gesagt und hätte gedacht, da wird schon nichts passieren und wäre ganz normal weitergegangen und dachte, das ist gescriptet, wäre ich jetzt tot.
ist nix, nix, nix. Nochmal zurückkommen zu Outlast 1. Outlast 1 habe ich schon mal gespielt, also ich weiß, was im Outlast 1 so passiert. Da will ich euch jetzt nichts vormachen und wow, dieser Raum erinnert mich gerade irgendwie voll an Outlast 1. Da gab es auch so eine Szene, wo irgendwie so ein Freak oder so da am Fenster stand. Ja, jedenfalls, ich weiß schon über Outlast 1 so ein bisschen Bescheid, habe schon mal gespielt. Also wird es deutlich weniger Schreckmomente geben, aber ich werde es trotzdem nochmal aufnehmen und spielen. Jessica! I'm here. Jess! Hey! Quick! Nicht mehr mit dem Licht sehe ich wirklich was. Jessica! Can you hear me? Ich werde gleich so gescared, ich sag's euch. Ich werde gleich so gescared. Quick! The day is done. Oh Gott, the sun. Look down upon thy little one. Light of light, keep me this night, and shed on me presence bright. I need not fear. If thou this way, Blake. Jess, are you there? Who's he in? Wer auch immer einen Kommentar gerade geschrieben hat, ich kann ihn nicht lesen. Geht schon weiter. Tatsächlich ist es schon. Ich weiß gar nicht, ob ich will, dass es weitergeht. Wenigstens verfolgt uns dieser Freak nicht mehr. Ich vermute mal, es gibt hier noch irgendetwas anderes, was uns verfolgen könnte. Kann er erkennen, dass hier ein See ist? Ich sehe gar nichts. Der hat echt Augen wie ein Adler. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hallo, ich würde hier gern durch. Ohne jetzt hier mal die Batterie wechseln zu müssen. Da ist ein Typ drin. Es ist der. Gut, gerade wollte ich noch sagen, was sind das für seltsame Pilze? Aber hey, es ist deutlich weniger schlimm als Pilze im Essen. Es sind nur eingegrabene Menschen, auf denen die Pilze wahrscheinlich wachsen werden demnächst. The lake smelled like chemicals and dead things. Chemikalien, das ist gut, dann können wir ja auch endlich ein Gottesanbeter oder irgendwie so etwas werden. So wie die ganzen netten Leutchen hier, die da ja anscheinend wohnen. Gott sei Dank ist die Tür zu. Gott sei Dank ist die Tür zu. Guck mal, ein Pipeing für zwischendurch. Die sind ganz bestimmt frisch. 100%. Das hat das Siegel der Gallia. Also wird dieser Fisch sehr frisch sein. Okay, ich verstehe schon. Ich soll da hinten wahrscheinlich durchgehen. Ja gut, dann machen wir das einfach mal. Ich hatte eigentlich auf eine Battery gehofft. Scared mich doch, wenn ich da jetzt durchkletter, oder? Nicht? Okay, dann halt nicht. Nee.
Na, jetzt will ich die Tür jetzt hier aufsperren. So sehe ich aus. Diese Taschenlampe hat aber keine Battery. Das ist ja eine Frechheit hier. Das hat's jetzt äußerst gebracht. Dickes fettes Tor. Irgendwie habe ich. Mir fällt gerade ein, wir haben die Sensenfrau Monster-Ding lange nicht mehr gesehen. Die wird hier doch sicher gleich wieder reinschlawinern. Obwohl ich hoffe, dass sie nicht nochmal kommt. So heißt es jetzt. Es ist äußerst unangenehm, hier zu sein. Hier muss doch irgendwas mit dem Haus noch sein. Achso, jetzt sind wir hinter der Barrikade. Okay, das wäre sogar richtig gewesen hier. Unglaublich. Ach, man sitzt hier mal hier vom Acker, ey. Nein, was war das für ein Geräusch? Bitte war es nicht sie. Mit den kleinen Möps und der großen Axt. Was ist das denn? Okay, gucken wir uns doch gleich mal an. Tower. A radio tower or microwave relay. Civilization, maybe. For a second, I was dumb enough to think I might not die. Okay. Ist jetzt eigentlich die Frau von ihm tot oder ist sie am Leben? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Leute werden jetzt sagen, Leute, die aufgepasst haben, werden es wissen, aber wie immer seine Frau eigentlich gesehen hat, dieses Bett gefesselt. Und da dachte ich ja eigentlich, dass wir vielleicht nur Werkzeug holen, um sie irgendwie zu befreien, aber die war ja nicht tot. So viel ich erkennen konnte zumindest. Also ich hätte jetzt gedacht, dass sie am Leben ist. Aber seitdem haben wir die auch nicht mehr gesehen. Wir hier nicht schon mal? Ah ne, das sieht nur eh nicht aus. Okay. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich weiß zu 100%, dass diese bösartige Dämonenfrau nicht nochmal kommt, aber... Sie wird sowas von nochmal kommen. Was geht hier denn wieder ab? Sind die jetzt vor uns abgehauen oder? Eigentlich will ich gar nicht wissen, vor was sie abgehauen sind. Was sieht er denn? Hallo? Dieser Baum oder? Hallo? Keine Ahnung, was er glaubt zu sehen. Help. Help wasn't coming.
Also ist hier irgendwo ein Schild, wo Hilfe steht.